Herzlich willkommen zum Palm Drop Top Tutorial mit Bankai Freerun. Ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir mit der Position an, wie ihr euch auf der Mauer auf dem Reck zu positionieren habt, um euch A, sicher auf der Mauer zu fühlen, euch B, richtig von der Wand wegzudrücken, euch im richtigen Moment einzutacken, zu drehen und zu landen. Fangen wir an mit der Haltung. Eure Arme sind möglichst durchgestreckt und eure Füße von der Hüfte aus sind möglichst auch durchgestreckt, damit ihr viel Spannweite habt, euch wegzudrücken von der Wand und viel Schwungmasse habt, euch beim Eintacken möglichst schnell um die eigene Achse für den Palmdrop zu drehen. Das Abdrücken beim Palmdrop. Ob ihr euch nun auf der Mauer befindet oder auf dem Reck, ist egal. Achtet darauf, dass ihr euch mit dem Oberkörper leicht über euren Hindernis rüberbeugt und einen kleinen Knick in der Hüfte habt. Jetzt drückt ihr euch mit den Beinen vom Hindernis weg, streckt dabei euren ganzen Körper und drückt euch mit den Armen, mit gestreckten Armen von den Schultern aus in den Palmdrop rein. Habt ihr euch nun erfolgreich von der Mauer oder dem Reck abgedrückt, kommt es darauf an, dass ihr euch möglichst schnell klein macht. Sei es nun wie beim Backflip oder beim Frontflip, ihr müsst euch immer schnell klein machen. Das gleiche gilt auch beim Palmdrop. Ihr könnt als Hilfe die Beine einknicken und als Peitsche benutzen. Nachdem ihr das mit dem Abdrücken und dem Rauspeitschen der Beine jetzt drauf habt, gilt es nur noch, euch so schnell wie möglich, so klein wie möglich zu machen. Wie bei einem Backflip. Und dann müsst ihr nur noch darauf achten, dass ihr ihn steht. Und das war's dann auch schon. Mauer hoch, abdrücken, Beine rauspeitschen, klein machen, landen, fertig. Das war's wieder mit Bankai Freerun zum Palm Drop Tutorial. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch Sachen gefallen haben oder nicht so gefallen hat, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Schreibt uns auch noch in die Kommentare rein, welche Tutorials ihr noch von uns sehen wollt. Hier seht ihr noch ein paar weitere Tutorials von uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.